Auftakt zum 33. Rheinland-Pfalz-Tag nutzen, um den roten Teppich auszurollen für talentierte und meisterhafte Rheinland-Pfälzer. Und wenn wir dort auf unseren kleinen kreisrundes Podest gucken, da sehen wir sie schon. Vize-Europameister, Weltmeister, Vize-Weltmeister, Bronzemedaillengewinner bei Weltmeisterschaften. Und sag ich mal so, wir haben eine Truppe Fußballer bei uns, die deutsche Winzer-Nationalmannschaft, die hat für Yogi schon mal vorgelegt und wurde mal zumindest Vize-Europameister. Herzlichen Glückwunsch! Und alle unsere Gäste haben heute... Das wird mein absolutes Highlight? Also ich sage nie, das ist das absolute Highlight, weil der Rheinland-Pfalz-Tag zeichnet sich dadurch aus, dass es ganz, ganz viel zu entdecken gibt und es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich ganz viel Mühe gegeben haben. Also es gibt viel zu entdecken. Morgen ist so der klassische Tag, wo man wirklich von einer Meile zur anderen schlendert und guckt, was die Menschen machen, welche Initiativen es gibt, die sich präsentieren. Und der Sonntag ist dann der große Umzugstag. Also ich freue mich auf alles. Fehlt jetzt mir eigentlich nur noch ein Glückwunsch zum 200-Jährigen für Rheinhessen. Auf jeden Fall. Ist ja kein Zufall, dass der Rheinland-Pfalz-Tag in diesem Jahr in Alzey ist. Das hat natürlich mit dem Jubiläum 200 Jahre Rheinhessen zu tun. Ich beglückwünsche die Stadt Alzey für diesen gelungenen Rheinland-Pfalz-Tag und ich beglückwünsche natürlich den Landkreis zu diesem wunderbaren Jubiläum. Und Sie kümmern sich dann auch noch, verdienter Applaus, Sie kümmern sich dann bitte auch noch um das gute Wetter für morgen und Sonntag. Auf jeden Fall. Und wir grüßen auch von hier aus all die Menschen in Rheinland-Pfalz, deren Keller jetzt unter Wasser stehen. Das gibt es auch. Wir haben auch wirklich schwierige Situationen. Also danke an die Helfer und danke an die Bürger, die sich engagieren. Und wir denken von hier aus auch an Sie. Auch das ein wichtiges Wort in diesen für viele Menschen auch durchaus sehr, sehr schweren Zeiten. Vielen Dank, Malu Dreyer. Liebe Zuschauer, wussten Sie, dass wir an diesem Wochenende genau zwischen zwei Fußball-Europameisterschaften sind? Am Freitag geht sie los, die Europameisterschaft von Yogis Jungs in Frankreich. Die müssen dann am Sonntag zum ersten Mal ran. Ja, und am vergangenen Wochenende, da stand die deutsche Fußballnationalmannschaft der Winzer im Finale um die Europameisterschaft. Und wir haben einige der Spitzenathleten gewinnen können für den heutigen Abend. Der Kapitän der Mannschaft, Philipp Wittmann, und der Präsident, Robert Lönnerts. Die beiden werden uns jetzt mal die mitgebrachten Jungs der Reihe nach vorstellen. Die Bühne gehört euch. Gerne. Ja, wir fangen an mit Marc Weinreich. Kämpfer auf dem Platz. Raphael Fritz aus Hellerstadt. Fritz Schneid, Mittelfeldmotor und die große Zukunft der Weinelf. Pascal Sohns, die Eleganz aus dem Rheingau. Unser Moritz Folge, der André Schürle der Weinelf. Christian Gebhardt, der Riesling-Bomber aus dem Rheingau. Ja, ob Steilhang an der Mosel oder Steilpass im Spiel Mario Schwang, kann beides. Stefan Winter, der Ronaldo Rheinhessens. Michael Gutzler, Pinot Noir König in Rheinhessen und Stabilisator der deutschen Abwehr. Matthias Gutzler, Trippelkönig vom DLR Oppenheim. Leif Listmann, der Verantwortliche für die Weinkönigin in unserem Team. Maximilian Stiegler, die Katze aus dem Kaiserstuhl. Und unser großartiger Trainer Friedel Müller. Yeah! Also, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ihr müsst den Jungs das öfters sagen, dass sie so gut sind, ja? Die haben das, glaube ich, so noch nie gehört wie heute. Ihr habt eine Europameisterschaft gespielt, die viele sensationelle Glanzpunkte hatte. Und wir haben uns überlegt, wir schenken euch auch noch mal einen kleinen Glanzpunkt, denn ihr habt ihn wirklich verdient. Wir haben den WM-Hit 2014 von B. Ignacio noch mal mitgebracht. Sununga, und ihr seid herzlich eingeladen, eure Dribbelkünste noch mal zu beweisen. Hier ist B. Ignacio mit Sununga. Boa, pessoal, boa noite, é isso aí. Já balancei, ei, oh, oh, cai na gandaia, Sununga, toca e vai tocar, vem me faz balançar. Ei, ei, eu já me liguei, bate uma onda, você balançou, oh, onda te pegou, toca uma banda. Eu já balancei, ei, oh, oh, cai na gandaia, Sununga, toca e vai tocar, vem, vamos balançar, pessoal. De chinelo, uma canga, guitarra pra tocar. Me tira daqui, me leva pra esse tal lugar. Isso aí,
às luzes da rua ou noite de estrela. Ei, oi, oi, queria sair e viajar e sair. Oi, 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 queria cortar na barraca da praia. Oi, 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 queria fugir e me mandar. Gosta de garoa. Me tira daqui, liberou meu sonho no. Oh meu Deus do céu! As luzes da rua, ou noite de estrela a brilhar. Oi, oi, oi. Garotinha, isso aí, vá! Oi, oi, oi. Queria cortar na barracada. Que beleza! Oi, oi, oi. Queria fugir e me mandar. Ignacio und Sonunga, und hier stehen sie, ja, unsere großen Fußballhelden. Und Robert, erklär mir doch, wir haben uns ja schon das ein oder andere Mal getroffen auf dem Fußballplatz, deswegen sind wir auch beim Du. Erklär mir doch mal, wie kam es überhaupt dazu, dass es eine Fußballnationalmannschaft der Winzer gibt? Ja, das war eine tolle Begebenheit. 2005 im Münchner Olympiastadion hatten wir damals die Möglichkeit, gegen eine Auswahl der Sterneköche zu spielen. Wir haben 3-2 gewonnen und das hat die Jungs alle so motiviert, weil sie ja sehr früh immer ihre Fußballschuhe abgeben, zum Glück, damit sie auch gute Weine machen. Ja, aber wir haben mit der Mannschaft dann eine Möglichkeit gefunden, beides zu verbinden. Und seitdem gibt es uns und spielen jetzt Europameisterschaften. Genau, und wir haben natürlich diese Mannschaft auch beobachtet und ein kleines Filmchen gedreht beim Trainingsspielchen und natürlich auch so nebenbei, um Ihnen zu zeigen, dass die Jungs wirklich beides können, Wein machen und Fußball spielen. Sie lieben ihre Reben, aber manche Winzer haben noch eine andere Leidenschaft. So wie Leif Listmann aus Dorn-Dürkheim. Oder wie Philipp Wittmann aus Westhofen. Auch sein Herz schlägt für den Fußball. Und die beiden sind nicht allein. Weinprofis aus allen Anbaugebieten kicken in der deutschen Weinelf. Und sie sind in Topform. Schließlich geht es jetzt um den Titel des Europameisters. Heute gilt's, heute wollen wir gewinnen. Wir haben das letzte Mal verloren. Heute ein letzter Sieg vor der EM, das ist gut für die Motivation. Kämpft füreinander, seid füreinander da, motiviert gegenseitig, kein Gemeckere. Auf geht's. Wir sind die Bayern! Wir sind die Bayern! Die Mannschaft vom SV Gimsheim gibt alles, um die Winzer zu schlagen. Welcher Wein stärkt am besten gegen diesen herausragenden Gegner?
Man hat jetzt vor dem Tor gesehen, dass eindeutig der Rheingauer der beste Riesling ist. Ja. Meine Rheinhessen. Natürlich. Die Rheinhessenbank. Mosel. Ja, also die Moselaner haben es zwar am schwersten, aber das ist halt doch immer sehr stark auf einen Fuß betont, ne, wenn man im Hang steht. Egal. Hauptsache sie gewinnen und das tun sie mit 5:1 nach 3 Halbzeiten. Gut, in der dritten Halbzeit sind wir immer am stärksten. So ist das beim Weinfußball. In der sogenannten dritten Halbzeit darf dann auch getrunken werden. Jetzt war nur ein kleiner Stück, ist nur Wasser drin, natürlich. Ja, ja, schon klar. Ja, großartiges Kino, was wir hier geboten bekommen haben. Jetzt wart ihr ja als Europameister Gastgeber für die diesjährige Europameisterschaft. Wie fällt denn die Bilanz aus, Philipp? Es war ein großartiges Turnier mit 6 Nationen, wirklich auch Europa hat eine Rolle gespielt, wir haben uns untereinander toll verstanden und wir haben mit großer Leidenschaft gekämpft, wir haben eine tolle Vorrunde gespielt, haben im Halbfinale Ungarn 4-2 geschlagen und ganz ehrlich, die Slowenen waren im Finale besser, obwohl wir alles gegeben haben und ich bin wahnsinnig stolz auf diese Mannschaft, das ist richtig Fußball gewesen, das war Leidenschaft und es war auch Wein und es ist alles gut. Darf ich mal kurz zum zweifachen Torschützen gehen im Finale? Christian Gebhardt, der Rheingau-Riesling, hat es gemacht, oder? 2 Tore waren drin, aber dann fehlte noch ein Fläschchen für das dritte? War leider 1 zu wenig. Die Stimme lässt noch ein bisschen vermissen von der Euro. Aber eins muss ich sagen, als Mannschaft haben wir uns absolut wieder durchgesetzt. Also die Slowenen sind angereist mit einer Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so auf den Wein fixiert waren. Aber bei uns hat sich alles auf den Wein konzentriert. Wir klären das vor allen Dingen. In 2 Jahren wird darüber das letzte Wort gesprochen. Spätestens dann, wenn ihr wieder im Finale steht. Gleich möchte ich aber mit euch auch noch über das Thema sprechen, was euch vor allem ausmacht. Das ist auch der Wein. Aber vorher freuen wir uns darauf, dass wir noch mal bei uns haben Chris Thompson, die legendäre Stimme von Manfred Mann's Earth Band. Und wir haben Ihnen versprochen, einen Sinatra-Klassiker. Also fliegen Sie mit uns und mit Chris Thompson zum Mond. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like. Come Jupiter and Mars, in other words. Wow, Chris Thompson, vielen Dank. Am Sonntag dann auf der SWR1-Bühne hier auf dem Obermarkt. Also, wie versprochen, müssen wir jetzt auch noch über den Wein sprechen und wollen das auch gerne tun. Der deutsche Wein, bleiben wir mal in der Fußballersprache, kämpft er auch schon um die Weltmeisterkrone? Ja klar, der deutsche Wein ist vorne dabei, ganz in der Welt. Wir spielen noch eine Europameisterschaft, würden uns natürlich freuen, wenn wir eine Europameisterschaft machen. Aber besonders mit unseren tollen Rieslinger haben wir die Welt schon erobert. Und ja, Philipp, wir sind dabei. Welche Rebsorte gehört in den Sturm und welche Rebsorte gehört in die Abwehr? Wir stürmen natürlich immer am liebsten mit dem Riesling, keine Frage. Das ist einzigartig in der Welt. Aber wir haben auch eine 4er Abwehrkette mit den Burgundersorten, die großartig ist. Und da kommen auch unsere Süddeutschen vom Kaiserstuhl zum Zug bis hin die Jungs von der Ahr im Norden. Das heißt also letztendlich, der deutsche Weinbau hält zusammen. Okay. Und wir sind ein kleines Weinland. Wir sind zwar eine große Fußballnation, aber wir sind ein kleines Weinland. Aber wir sind qualitativ wirklich gut. Und auf die Scheurebe hier in Alzey müssen wir natürlich anstoßen. Prost, Jungs. Lasst es euch schmecken, denn hier wurde die Scheurebe, ja, quasi zum ersten Mal auf die Welt gebracht. Und jetzt würde ich noch mal ein bisschen gerne fragen, es gibt in vielen Berufen so eine Nachfolgeproblematik, dass Betriebe nicht wissen, wer macht es in der nächsten Generation. Ist das bei Winzern auch ein Problem oder funktioniert das gut? Nein, glaube ich nicht. Bei uns war es so, dass ich schon seit Kindesaltern irgendwo mit dem Weinbau verbunden war und Spaß daran hatte. Und mein Vater mich immer mitgenommen hat und ja, das ist bis heute geblieben. Es ist eine Leidenschaft geworden mit Herz. Und das sieht man, glaube ich, auch in dem, was wir machen. Absolut. Und vielleicht noch mal eins weitergefragt an Stefan Winter. Sind Winzer Individualisten oder Teamplayer? Ich glaube, es ist die Mischung aus beidem. Wir brauchen die grandiosen Einzelspieler. Wir wissen aber, dass es nur als Gemeinschaftsteam funktioniert und wir nur dann erfolgreich auch vom Spielfeld gehen können. Und insofern
Ist, glaube ich, der Teamgeist im deutschen Weinbau unheimlich gewachsen. Wir haben viele Gruppierungen im deutschen Weinbau und das macht es, glaube ich, heute aus. Dann tut mir bitte nur einen einzigen Gefallen. Macht weiter so gut. Nee, ihr müsst mir zwei Gefallen tun. Macht weiter so viel guten Wein in Deutschland und in 2 Jahren bringt den Titel wieder nach Hause. Euer Applaus! Die Deutsche Weinelf beim 33. Rheinland-Pfalz-Tag. Und wir, liebe Zuschauer, freuen uns jetzt auf den 2. Titel von Placido Domingo Junior. Ein Riesenapplaus für Perfidia. Joyful, joyful. Yeah.